Das ist eine Übereinkunft zwischen Frankreich, Österreich und der Schweiz und uns. Also vier Länder im Kern Europas handeln gleichgerichtet. Bei Dänemark im Norden sind wir auch prinzipiell bereit, die Grenzkontrollen zunächst Luxemburg. Da werden wir die Binnengrenzkontrollen mit Ablauf des 15. Mai beenden. Das erlaubt die Gesamtlage und auch die Erfahrung der Bundespolizei in den letzten Wochen. Also Luxemburg, keine Verlängerung der Grenzkontrollen, sondern Auslaufen am 15. Mai. An der Grenze zu Dänemark können wir uns vorstellen, dass die Grenzkontrollen ebenfalls eingestellt werden durch die tatsächliche Entwicklung, ähnlich wie in Luxemburg. Wir haben aber gestern Abend noch mal mit der dänischen Regierung vereinbart, dass wir den genauen Zeitpunkt, den Zeitraum gemeinsam festlegen. Und die dänische Regierung ist gerade dabei, mit ihren übrigen Nachbarstaaten dies abzustimmen, weil sie wollen, dass man dies sozusagen als Paket mit mehreren Staaten macht.